warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Eladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was Sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drak hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey. Von Wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Huch, was war denn jetzt da los? Das wollte ich nicht, dass jetzt noch die Sequenz noch eingeblendet wird. Dabei wollte ich doch bloß Items verkaufen. Nächstes Mal Items, muss ich es nächstes Mal nicht so kompliziert machen. Gehe ich zurück zur Stadt. So, dann können wir noch ein bisschen hier das Pet ständig verziehen. Dann machen wir mal Missionen weiter. Das wissen wir nicht. Vielleicht. Moment. Ja, Maus funktioniert wieder. Ich müsste mal den Untersatz putzen. Reyes sollte eigentlich hier sein. Keine Anzeichen von Mr. Vidal, Pathfinder. Fahren wir ohne ihn fort? Das ist doch... Keine Bewegung! Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen. Also ich hätte jetzt geschossen. Rokalager. Die geht ein bisschen komisch. Sie wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden mich und meine Freunde töten. Ich hätte allerdings vorher noch einige Fragen. Nein, sie werden bluten, genau wie die anderen. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Helles gehört Ihnen nicht, also bitte. Hass vergiftet einen nur. Wir können friedlich zusammenleben. So wie hier auf Kedara? Sloan belügt mein Volk und nutzt es aus, um Macht zu erlangen. Ich bin nicht Sloan. Sie sind alle gleich. Nicht so schnell. Spät dran. Ich habe eine gute Entschuldigung. Sie sehen, es sind drei. Steht nicht einfach nur rum. Zwei. Tötet sie! Noch wütend. Was für ein Auftrag. Auftreten. Sterbt!
Kennt ihr meinen Jungen, meinen Freund schon? Ja, Kopfschuss. Wer will das nächstes? Einmal Schild weg, einmal Leben weg. Ja, ja. Das sollte mir eigentlich nichts tun, aber meiner Kollegen. So, ich kann das auch so. Wir haben Venture verloren! Nicht gut. Das haben wir schon. Und weiter erlebt. Schnauze. Schnauze. Gut gezielt. Sonst noch was? Munition aufgenommen. Einmal schon alles nachladen. Disziplin. Das war jetzt das Roka-Lager. So viel zu Themen. Sie wissen, was jetzt kommt. Ja, wir töten sie. Aber der Typ, ich habe seinen Namen vergessen. Der Oberboss. Aber das hier ist eigentlich nur eine Zelle, wenn ich mich nicht irre. Wieder beherbergt durch Gänge. Wie sagt denn eigentlich die Karte? Die Karte sagt, muss ich erst erkunden. Okay. Gut. Lithium habe ich eigentlich genug. Kann ich die Waffen? Nein. Ein Behälter. Mit einer aktiven. Ja, du könntest mir mit Scannern helfen. Mein Freund. Du könntest eigentlich vorausgehen und scannen. Sobald du etwas Feindliches siehst, könntest du mir eigentlich Bescheid geben, mir einen Ping geben. Oh, Datenpad. Neuer Eintrag. Heute habe ich gesehen, wie einer von uns mit dieser widerlichen blauen Barkeeperin im Hafen geflirtet hat. Ich musste mich beherrschen, ihn nicht aufzuschlitzen, bis er aus dem Laden gestolpert ist. Sobald wir genug Rekruten haben, muss der gesamte Planet von den Alien abscheinen und allen Sympathisanten gesäubert werden. Sie hatten recht. Diese Logs beweisen, dass sie wegen neuer Rekruten hier waren und dann angefangen haben, die Einheimischen umzubringen. Und jetzt sind sie tot. Happy Ends sind doch was Schönes, nicht wahr? Ich kenne davon eins von Cyanide und Happiness. Ein Happy End, das überhaupt nicht witzig ist. Oh Gott, warum muss ich ausgerechnet daran denken? Spülfasern. Also sind wir hier eigentlich fertig. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt noch mit Forschungspunkten anfangen soll, weil das meiste, was ich bereits habe ich bereits. Und das, was ich sonst noch benötige, da fehlt mir der Levelanstieg. Ab Stufe 40 kann ich dann wieder die nächste Form von Rüstungen her schmieden und die nächste Waffengeneration. Ah, hier oben ist ja auch noch was. Titan. Titan unter der Treppe. Warum ist das so richtig mühsam? Die Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. Es hat Spaß gemacht. Was? Wir haben es gut gemacht. Alter, mit wem kann ich... Warum kann ich hauptsächlich mit allen männlichen...
Oder war es eigentlich vorgesehen, dass ich einen weiblichen Pathfinder spiele? Es hat Spaß gemacht, Spaß. Vielleicht sehen die Exilanten die Initiative ja jetzt in einem neuen Licht. Möglich ist alles. Aber geben Sie es zu, es hat Spaß gemacht. Leute zu erschießen und Spaß machen. Ich schätze, wir haben unterschiedliche Definitionen von Spaß. Das ändern wir noch. Irgendwann. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Nein, mache ich nicht. Erhöht um 5%. Uns fehlt jetzt noch 6%, damit wir... Was? Nächstes Grenzwerk 2 von mir. Sie haben einen Kryokapselpunkt erhalten. Das freuen wir uns doch. Ich glaube, der Schwarzmarkt ist noch offen, dass ich noch spezielle andere Items herkriege. Ich würde eigentlich... Das war so sinnlos hier. Das hier zu investieren, da ich sie eh nie brauche. Die Reliktarchitekten, auf die ich mittlerweile die ganze Zeit rumwarte. Gehen wir's an! Gehen wir's an. Holen wir uns eine Pflanzenprobe. Dann holen wir uns zwei große Behälter. Und dann... Was machen wir dann? Noch mehr. Ich glaube, das war's. Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe geortet. Dann suchen wir mal. Wer die Java im Berg kauft, dann. Es war eine Pflanze. Noch drei Pflanzen und wir haben alles. Dann gehen wir noch den Behälter holen, gehen uns das Ding anschauen und machen noch den Monolithen. Oh. Habe ich gedacht, ich habe nicht Rap gedrückt. Ein Crawler, aber hier ist nichts Verdächtiges, außer schon wieder ein abgeschütztes Shuttle. Motorgehäuse, Shuttle-Landungsgestell. Ins Cockpit können wir nicht. Okay, dann ist hier nichts mehr. Gut, 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 gut. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, da. Ja, ich will es immer auf die komplizierte Art und Weise. Oh, wir sind Gas geben. Aber auch noch andere Sachen zu erledigen. Da raucht's. Geist hier. Okay, nicht. Was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Hier ist eine weitere Aufgabe für mich. Ja, Rüstung hätte ich eigentlich auch noch verkaufen können. Aber naja. Naja. Gehen wir dieses Schätzchen noch holen und dann aktivieren wir mal. Oh, ist das der Höhleneingang? Ah, genau den habe ich ja gesucht. Relikte. Sie sind komplett zerstört. Die Einschusslöcher deuten auf Waffen aus der Milchstraße hin, Pathfinder. Und ich kann sie nicht scannen. Ah, jetzt. Was gibt's denn? Diese Mord in Erbalde beschädigt. Gesetzlose haben einige Bauteile geplündert. Sonst noch was? Nein. Drastische Musik setzt ein. Wie
alles, was sie kriegen können. Was zum Henker? Eine Hydra. Was zum Henker? Oh, dann nehmen wir ein bisschen das schwerere Set. Wow! Also, Jungs. Deckung, Deckung, Deckung. Dankeschön. Das war aber kein. Also, das war mal geiler Kampf. Relativ beängstigt. Lauft einfach über die Kiste drüber. Scheiße. Puh. Oh, hier sind mehrere. One. Huah. Aber hier durchwandert keine. Gut. Ah, die sind blau. Kennzeichen blau. Ja, das erleichtert uns sehr das Scannen. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Hüfe. Na, dann machen wir eine Runde Sudoku. Eingabe akzeptiert. Seit wann muss ich keine Sudokus mehr lösen? Okay, einer noch. Dann müsste das Gewölbe offen sein. Dann müsste das Gewölbe offen sein. Aber seit wann muss ich... Vielleicht haben die Spiele entwickelt gedacht, ey, am Anfang muss er ein paar Sudoku lösen. Wenn er es nicht hinkriegt, kann er sich später dann nicht mehr einsetzen. Dabei, so schwer waren die auch nicht zu lösen. Ich habe nach wie vor immer noch all meine Entschlüsselungstools. Tja. Miep. Kann ich eigentlich, wenn wir schon bei Ding sind, Tech. Ich habe 16 Punkte für meinen Beobachter. Gesundheitsregeneration, Aufladetempo. Nahkampfmodul. Was? Gegen in geringer Entfernung an und zieht den aufmerksam auf sich. Bisschen tankig. Strahlenschaden. Das habe ich, kann ich noch machen. Fügt den Arsenal der V-explosive Raketen hinzu. Zusätzlich zu den Strahlenwaffen. Rakete lösen Kombo-Detonation aus. Elektrostahl. Bei Strahlenangriffen der Fall besteht eine Chance, Gegner elektrisch mit einem Primer für Kombo-Detonation belegen und zu betäuben. Erhöht Schaden gegen Schilder und synthetische Gegner. Hey. Raketen. Aber immer her damit. Ich mag die KI jetzt schon. Die VI, Entschuldigung. So, Dali, der zweite Monolith aktiv. Jetzt darf ich noch auf dem Berg. Das zweite Behälter. Holen gehen. Moment, für was haben wir einen Geländewagen? Fährt nach oben. Stopp. Ich würde gerne Handbremse ziehen, aber ich habe keine Handbremse.
Naja, wenn man Schwung hat. Behälter. Eine Enzym-Valkyre. War das nicht die Waffe, die ich zu Beginn hatte? In der zivilen Panzerung Einsatz. Begegnungs-MP und maximale Schildleistung. Wie gesagt, die maximale Schildleistung nützt nichts, da der Schild eh meistens down ist. Was wichtig ist, ist die Zeit zur Regeneration und Lebenszeit 34%. Ich habe hier praktisch alles erledigt. Wo? Da ist der dritte. Mit den Skyline-Daten zu Sanaris und Drexel zurückkehren. Wir machen aber noch diese Herausforderungen hier. Waffenschmuggel. Tja, Ladescreen auf den Laden. Der leidliche Ladescreen wird sich jetzt noch für eine Zeit lang einmischen. Weil noch Komponenten fehlen für meinen neuen Computer. Ey. Wir sind hochgefahren. Verbannter Angreifer. Wow. Hey, ich habe eine VI. Raketen! Stecken fest. Noch Deckung. Schilde. Wäre schön, wenn ihr... Überreste. Noch mehr Überreste. Was hat es mir das? Ein Schleudersitz hat es mir gebracht. Willst du mir also sagen, dass hier noch ein Absturz stattgefunden hat? Shuttle Landungsgestell. Landungsgestell. So wie es aussieht, tatsächlich. Naja, rein in die Pampe. Sauber wieder raus. So. Dann müssen wir hier noch den Waffenschmuggel tätigen. Schilde sind aktiviert. Schilde sind deaktiviert. Oh, wir haben Gesellschaft. Alter! Warum sind die scheiß Viecher jetzt noch da gewesen? Wo hat's gespeichert? Wo ist mein Auto? Da. Mit anderen Worten, das habe ich nicht gescannt. Den scheiß Sitz habe ich nicht gescannt. Sonst habe ich alles hier gescannt. Und wir fangen alles noch einmal von vorne an. Wir können nicht zulassen, dass die Gesetzlosen diese Tech beanspruchen. Nein. Gut.
Ich habe noch eine VI für uns, für euch. Kein, das ist die eine Plasma-Rakete oder sowas. Weiter so. Gut. Wo ist denn noch einer? Es ist keiner mehr da. Diesmal ging alles auf die Schnelle. Sonst ist hier nichts Großes, aber die haben Dach. Iridium. Hierhin hat uns der Nachtpunkt geführt. Zu einem Terminal. Es sind fast alle Waffenladungen da. Ich leite sie an ihr Camp weiter, sobald ich die Männer dafür habe. Ich weiß zwar nicht, ob sie für eine einzige schwächliche Kolonie wirklich so viel Zeug brauchen, aber das ist ihre Entscheidung. Scheiße, Prodomus wird keinen Schimmer haben, wie ihnen geschieht. Die sind tot, bevor sie einen Finger rühren können. Bin schon ganz schön neidisch auf die Beute, die sie dabei abstauben werden. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie von Eos zurück sind. All diese Vorräte. Sie werden Eos angreifen. Wie können wir das verhindern, Sam? Ich kann die Nachricht zu Ihrer Quelle zurückverfolgen. Sie könnte sie möglicherweise zum Lager der Angreifer führen. Ja. Nach der Quelle der Nachricht suchen. Puh. Und die ist südlich. Okay. Nein, nördlich. Ja, steigen wir mal nochmal eine Runde in den Nomad. Keine Zeit für dich. In diesem exilanten Lager halten sich zahlreiche registrierte Kriminelle auf. Pathfinder, wir nähern uns dem Lager der Gesetzlosen, das in dem Terminal verzeichnet war. Ich registriere Explosivstoffe. Oh, scheiße. Ja, das habe ich mit. Zwei fucking Hydras. Getroffen! Gut. Einen habe ich gleich, einen habe ich gleich. Scheiße. Ja, ja. Einer ist down, einer ist down. Bauen wir was Heftigeres. Schilde ausgefallen. Ich brauche Schilde. Ich brauche sowas von dringend. Schilde. Wenn der jetzt noch über den Nomad drüber steigt, bin ich sauer. Hilf mir mal, Schätzchen. Alter, gegen... Ich bin wieder alleine am Kämpfen. Mann. Und habe ich auch noch den Typen im Nacken. Ja, natürlich. Glück ist der Nomad. Okay, und jetzt brauche ich. Hast du die Rakete jetzt extra? Gut. Ah! Der zweite muss sich natürlich gerade auf die blöde Art und Weise noch herschleichen. Zwei fucking Hydras. Das wäre jetzt genau die. Die Art und Weise, die ich gebrauchen könnte.
Gut. So. Hey, 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 hey. Boah. Was gibt's denn da als Überreste, wenn ich schon... Okay. Wo ist der Typ, der eigentlich herumgesnipert hat?